Keras, du musst meinen Schlüssel von meinen Geschäftspartnern abholen. Wo sind die? Im Hotel. Meine Partner heißen Dimitri und Vassili. Sie sind Russen und Zwillinge. Ich mache es dir einfacher und schicke ein Foto. Zu gütig. Angeblich ist Güte die niedrigste Form der Manipulation. Das ist ein einfacher Job, Rojas. Besorg mir meinen Schlüssel und Paolo wird dir dankbar sein. Ich will nicht Paolos Dankbarkeit, sondern seine Schulden begleichen. Das wollen wir alle, Rojas. Vor allem ich. Gut. Ich besorg dir den Schlüssel. Aber dann sind du und Paolo quitt. Verstanden? Ich liebe dich, Rojas. Bis dann. Okay, dort finde ich den Russen-Zwillinge. Ach, die beiden. Und die sind wo? Ach, natürlich wieder 800 Meter darüber. Meine Herren. Tja, dann werden wir wohl ein Fahrzeug brauchen. Ich glaube, wenn ich hier schon mal in der Nähe bin. Das sind 433 Meter, das machen wir zuerst. Oh, es kommt wieder ein Gewitter. Oh, schöner Wagen. Kann ich den nehmen? Den kann ich nehmen. Ja, komm, Meister. Zieh zu. Schöne Lila, genau meine Farbe. So. Junge, was ein Ding, ey. Moin. Ja, guck mal, das trifft sich doch hervorragend, diesen Flugplatz. Scheiße, ganz vorsichtig. Ungünstig. Nicht hinterher. Da, 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 da. Vielen Dank. De nada. Dem bin ich eben gerade eine Granate angezeigt. Gott, leck. Da, da, da. Hola, perrito. Hier ist definitiv nicht sicher. Aufpassen! Los! Ja.
haben wir. Die laufen nach ganz da hinten. Läuft. So, da oben stand noch irgendwo ein Typ. Ein Offizier. Och nee, jetzt holen die da wieder überall ihre... Genau, land mal da. Dich kann ich gebrauchen. Luftunterstützung. Alle. Sogar den Offizier habe ich erwischt da vorne. Mega gut. Mega gut. Falsche Waffe. Hast du ein Glück. Bleib doch stehen jetzt. So. Kommen die zwei anderen da hinten wieder gerannt? Ich sehe dich hinterm Ball. So, Munition ist wichtig. So ein Sack, ne? Hat der mir jetzt das letzte Flug? Ne, da steht noch eins. Hast du ein Glück gehabt, Junge. Ach da. Alles klar. 400 Meter. Fliegen wir die? Ja, komm, die fliegen wir. Also, wir müssen hier lang. Oh, oh, oh. Steig mal lieber aus. Super geil. Oh, sowas dürftest du eigentlich gar nicht veröffentlichen. Gott, wie schlecht. Egal, bleib drin. Hier wird nichts geschnitten. Junge. Ja, bringt jetzt halt nichts, ne? Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Junge, Junge, Junge. Nix kann er. Da vorne steht ein Auto. Hier. So, wir müssen wohin? Schulden begleichen. Ach Mann, da müssen wir doch fliegen. Was waren das andere, die 400 so und so viele Meter? Ach nee. Ach doch richtig, ich dachte, warum sind die oben, hä? Komm, wir peitschen da fix hin. Bringt ja nichts. Ja, ist ja gut, hör auf zu hupen. Jetzt müssen wir hier ganz außen rumgurken, ne?
Aber bis ich jetzt irgendwas gefunden habe, da ist doch eine Brücke. Bis ich nämlich jetzt irgendwas gefunden habe, was schwimmt. Ist recht. Da will ich lang. So, da holen wir uns die Schlüssel. Dann hat der andere schon mal... Ich weiß halt jetzt nicht, wie viele Missionen wir machen müssen, dass die überzeugt sind, dass sie sich Libertad anschließen sollen. Wäre ja cool, wenn wir überall nur so 3-4 Missionen machen müssten. Und dann gemeinsam für die Freiheit und so. Waren wir hier nicht schon mal? Ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Ah. Hallo, Muchachos. Wissen lassen, dass eventuell Soldaten vorm Hotel stehen. Eventuell. Hey, ich versuche nur dir zu helfen. Du hilfst den Leuten nicht beim B, du benutzt sie. Das nehme ich mal als ein Dankeschön. Ja, du mich auch. Der Johnny kann euch auch nicht retten. Nee. Ein Gaswerfer. Na toll. Kein Problem. Ich finde dich schon noch. Ich sehe einen Russen. Aber ist das Dimitri oder Vasili? Soldados. Von wegen einfacher Job. So, Meister. Was willst du? Was willst du? Mit dir sprechen geht aber gerade nicht. Was hast du denn? Wer bist du? Da muss noch irgendwo einer sein, ne? Scheiß Armee, Raubtiere! Ihr alle! Raubtiere! Wer war das? Wo bist du denn? Oben auf dem Dach wahrscheinlich. Ich geh mal kurz gucken. Das ist eine Sack, oder? So. War ja fast klar, dass sie auf dem Dach ist. Oder der. Kämpfen ziemlich viele Frauen hier bei dem in der Armee, kann das sein? So, mein Freund. Du bist kein Soldat. Bist du Dimitri oder Vasili? Dimitri. Und wer zum Teufel bist du? Bambi schickt mich. Wo ist der Schlüssel? Darum geht es also. Bembe hat uns echt am Arsch. Erst schickt er die Armee und dann schickt er dich. Ich arbeite nicht für Bembe. Ich will nur den Schlüssel. Mein Bruder hat den Schlüssel. Die Soldaten haben ihn ertränkt wie einen Hund. Aber er hat nicht um sein Leben gewinselt. Vasili ist als echter Mann in diesem Pool gestorben. Gracias. Tut mir leid mit deinem Bruder. Ich hau aus Jahre ab. Das solltest du auch, bevor Bembe dir in den Rücken fällt. Idioter Kusak! Ich hätte nie in dieses gottverlassene Land kommen sollen. Bist du ein bisschen voll oder so? Hm. Ist er das?
Bembe, du beschissener Hijo de Puta. Ah, du hast also meinen Schlüssel. Si, ich hab ihn von deinem toten russischen Freund. Also, Rojas, der Schlüssel öffnet einen Safe im Hotel Villa Rodia. Ich brauche das schwarze Buch, das da drin ist. Was ist denn im Buch? Für dich? Paolos Freiheit. Oh. Tolle Idee. Oh, shit, schon wieder da. Oh, mein Gott, Alter, da bist du ja nur am Rumeiern, ne? Das war der Pelikan, ich habe es genau gesehen. Nee, ich habe jetzt eigentlich keine Lust zu schwimmen, hier gibt es Krokodile, oder? Warte mal, da steht doch was zum fahrbarer Untersatz. Wir nehmen das. Oh, da haben sogar ein Gewehrchen vorne dran, guck mal. Vollgas. Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg genommen. Natürlich nicht. Wie soll es denn auch anders sein? Ich hätte außen rumfahren müssen. Lass es sein, Krokodil. Lass es sein. Schön Mangroven, habt ihr gesehen? Pelikane, die machen nichts. Pelikane sind meine Freunde. Die kann man füttern. Oh, kleine Krebschen. Was haben wir denn hier? Ich schätze Krokodileier. Und zwar eine ganze Menge. Nee, das sind keine Krokodileier. Krokodile bauen doch so größere Dinge, oder? Ich glaube, das sind ein Pelikan oder so, ne? Das könnte sein. Hier diese Mangrovenbäume. Wer ballert hier eigentlich die ganze Zeit so sinnlos rum? Klar, wir werden ums Schwimmen hier nicht rumkommen. Lecker, schön durch die Mangroven schwimmen. Da kommt Freude auf. Nein, ich tu dir nichts, du tust mir nichts, alles ist cool. Bleib entspannt. Ich will nur zu dem dämlichen Hotel und will ein dämliches... Aha, guck mal da. Ein Ressort. Das sieht schon gut aus. Also das ist schon eine schöne Map. Muss man sagen. Hotel Villa Judia. Och. Wenn hier nicht gerade Krieg ist, würde ich hier auch mal Urlaub machen. Oh, guck mal. Hallo, da ist mein Freund der Pelikan. Komm, kriegst was zu futtern. Ja, ist fein, ne? Ja. Mahlzeit. Abflug. Das finde ich schade. Die könnten einen wenigstens so ein bisschen begleiten. So. Wir sind jetzt Freunde. Du hast mich gefüttert. Was nur hier? Sieht aus wie das Hotel.
Und was für eine Überraschung. Die Armee ist hier. Ja. Bambi, ich bin beim Hotel. Die Armee aber auch. Ich nehme an, das wusstest du schon. Es sind die kleinen Überraschungen, die das Leben erst lebenswert machen. Oh, du gehst mir auf den Keks. Spar mir den Blödsinn. Lass mich raten. Ich soll sie für dich ausschalten, ja? Siehst du, deswegen mag ich dich, Horas. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paolo. Steht der... Ah, oh, wenn ich da den... Oh, schönes Tier. Er schießt den bloß nicht. Wow, Double Headshot, Alter. Wie hab ich denn das gemacht? Gesehen im Augenwinkel. Greif nicht mich an, greif den da vorne an. Ich hab dich freigelassen. Ich bin ein Guter. Was ist da? Tja. Haben wir. So. Bembe will, was dort drin ist. Achso, das muss hier drin irgendwo sein. Alles klar. Eben habe ich es verstanden. So, und wo soll hier irgendwo was sein? Ein Tresor hat er doch irgendwas gelabert, ne? Das nehme ich jetzt mal nicht an. Hilfsmittel. Vielleicht hier. Komm, wir gehen über die Brücke. Ich traue dem Wasser nicht. Warum war mir das klar? Ja, alles gut.
klingt irgendwie nicht gesund. Ich wusste. Oh, hallo? Rein. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Wie komme ich denn da rein? Ah. Das ist gar nicht unter Wasser. Bambi, ich bin fertig. Ich habe dein Buch. Muy bien, Rojas. Rojas. Jetzt weiß ich, warum Clara so fest an dich glaubt. Du bist ein gutes Mädchen für alles. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf hab? Beweis es. Ich muss dir gar nichts beweisen. Sag mir, wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Okay. Dann gucken wir mal. Das für ein Buch. So, da liegt noch was. Passt. Kann ich ihn nicht einfach abknallen jetzt? Buen trabajo, Rojas. An der AK-47 haben wir jetzt. Sehr cool. Gut, dass ich mir die vorher nicht gekauft habe. 50 bis Monatsende. So, was ist denn los mit dir, Boy? Danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du willst das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Via Rodia das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig, aber du hast noch reichlich zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge, ich habe noch mehr Arbeit für dich. Tja, deinen Job mache ich bestimmt nicht. So. Okay, da hätten wir hier wertvolle Fracht. Hype-Bombe. Ah, dann lass doch mal hier schnell hinreisen. Und hier die Geschichte noch ein bisschen machen. Valle de Oro. Was ein Arsch, dieser Bembe. So. Clara, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Maximas Matanzas geht es gut und sie haben hier sogar ein ziemlich solides Lager. Allerdings scheren sie sich einen Dreck um Libertad. Gib ihnen Zeit, Dani. Sie haben viel durchgemacht. Ohne Thalias Stimme und Paulos Disziplin können wir Castillo nicht besiegen. Du musst ihnen nur helfen, beides zu finden. Okay, Clara. Hoffentlich weißt du, in welchen Schlamassel du mich da reinreitest. Ja, wollen wir's hoffen.